Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. Immer wieder wurde ich getaggt von euch oder habe freiwillig an irgendwelchen Tags mitgemacht. Heißt das so, an irgendwelchen Tags mitgemacht? Ihr wisst, was ich meine. Ich wurde getaggt oder habe mich selbst getaggt. Und nun, nachdem man mir gesagt hat, ich soll selbst mal einen Tag machen, habe ich das getan? Ich habe mir 20 Fragen ausgedacht, die du nun beantworten musst. Und das Ganze läuft so. Ich stelle die Frage und du, da bist du, beantwortest sie. Ich? Okay, dann ja, willkommen zu Michael Speyers Fragen über Fragen, der miese, fiese Fragen-Tag. Ja, ich bin der Hessensammler und ich wurde vom Michael Speyer getaggt. Und dann würde ich sagen, trinke ich hier meinen Kaffee noch leer und mach's mir ein bisschen gemütlich. Macht es euch auch gemütlich und dann geht's gleich mit den Fragen los. Deckst du dich im Sommer zu, auch wenn es in deinem Schlafzimmer kochend heiß ist? Nein, ich decke mich nicht zu. Ich habe zwar immer eine Decke neben irgendwie liegen, ja, aber hey, es ist viel zu heiß, um sich zuzudecken, ja. Ich schwitze oder so, warum soll ich dann noch unter der Decke schwitze? Nein. Wenn du dich im Sommer nicht zudeckst, hast du keine Angst, dass das Monster unterm Bett deine Füße ableckt? Ja, Michael, nein, ich habe keine Angst vor dem Monster unterm Bett, denn wir haben ein Palettenbett. Alle vier Seiten schön verkleidet, da verkleidet, alles verkleidet, ja? Da ist nichts drunter. Hast du irgendwelche Zeitschriften oder Zeitungen oder Tageszeitungen abonniert und wenn ja, welche und warum? Nein, ich habe keine Zeitschriften oder ähnliches irgendwie abonniert. Denn wofür? Ja? Ich sag mal so, alles, es gibt alles im Internet. Ja? Dazu brauche ich keine Zeitschriften zu abonnieren. Auch hier irgendwelche Fachzeitschriften hier aus dem Horrorbereich oder sowas, was eigentlich recht interessant ist, aber nein. Ich habe gar nichts. Seit Jahrtausenden wird behauptet, die Erde wäre rund. Ich nehme an, du glaubst das auch. Wenn das so ist, warum fallen wir nicht davon runter? Ich habe nie behauptet, dass die Erde rund wäre, ja. Aber falls das wirklich so sein sollte, ja, das hat dann irgend sowas mit Erdanziehung und Scheiß drauf, die ist flach, fertig aus. Angenommen, du hättest irgendetwas studieren oder erlernen können, was du nicht studiert oder erlernt hast. Was wäre das und warum? Irgendetwas, was ich studieren oder erlernen wollen würde, ja, gibt's eigentlich nichts. Ich bin so eigentlich ganz zufrieden. Was mich aber wirklich irgendwie interessieren würde, ja, wäre halt der ganze filmtechnische Kram. Nicht vielleicht direkt das Schauspielern, obwohl mir das auch gefallen würde, aber alles so, was dahinter passiert, ja. Dass man da vielleicht, ja, ich will es eigentlich auch gar nicht studieren, ja, oder erlernen, doch, erlernen schon, ja, einfach mal ein bisschen gucken, wie funktioniert das Ganze, damit man dann doch ein bisschen professioneller vielleicht an die Sache rangehen kann, aber ansonsten gäbe es nichts. Was ist dein prägendstes, unnützes Talent und wie setzt du es ein?
Ich habe gar keine unnützen Talente, also alle Talente, die von denen ich weiß, haben irgendeinen Nutzen, ja. Sei es auf der Arbeit, familientechnisch oder sonst irgendwie was, ja. Alles brauche ich, die Talente, die ich habe. Aber ein unnützes Talent. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen von euch irgendwie schon was in meinen Videos aufgefallen. Dann schreibt es in die Kommentare, ja. Aber ich wüsste von nichts. Wir sind ja alle Spaßvögel, sonst würden wir das ja alles ja gar nicht machen. Und wir sind alle auf YouTube. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeinem Menschen einen Streich zu spielen mit der versteckten Kamera, welchen Streich würdest du spielen und wem würdest du diesen Streich spielen? Ja, wenn ich einen Streich spielen würde, ich spiele ja eigentlich gar keine Streiche, ja. Aber dem Filmangler, den würde ich gerne mal einen Streich spielen. Ja, und zwar, er sitzt ja immer gerne abends beim Angeln in der Dunkelheit und ja, da einfach mal in den Fluss oder in den See springen, ja. Und dann langsam zu ihm hin. Also gerade so viel, dass da noch so viel hier aus dem Wasser rausguckt und einfach im Wasser still stehen bleiben. Und vielleicht ein bisschen an der Schnürsche ziehen oder sonst was, damit er reinguckt und dann, oh, ja, und dann raushüpfen oder sowas. Ja. Da scheißt er sich bestimmt in die Hose. Sowas würde ich machen, ja. Warum machst du es nicht? Warum mache ich das nicht? Ja, erstens, ich weiß nicht, wo er angelt. Ja, habe ich keine Ahnung. Und zweitens, ja, jetzt hier in dieser Jahreszeit ist es ja doch schon ein bisschen kalt. Ja, aber im Sommer, und wenn ich wüsste, wo er ist, warum nicht? Wenn du eine Superkraft haben könntest, egal welche, super stark, Laseraugen, Röntgenblick, Fliegen, unverwundbar. Welche Superkraft wäre das und was würdest du damit anstellen? Eine Superkraft. Ja, es gibt so viele schöne Superkräfte von Fliegen. Ja, man kann alles mal oben sehen. Oder man ist super stark. Oder es gibt doch so vieles, ja. Ich wäre gerne unsichtbar. Ja. Und ja, wenn einem da mal was einfällt, ist es immer zum Negativen hin. Ja. Man kann sich ins Kino schleichen. Ja. Es wird keinem auffallen, ins Kino schleichen. Man kommt überall, ja, ungesehen hin. Man kann sich auch mal auf die Couch setzen, ja, und keiner weiß, dass man da ist. Ja, man hat seine Ruhe, ja. Man kann auch mal in die Umkleidekabinen gehen, ja. Ja, es ist nicht wirklich eine Superkraft, die man verwenden muss. Das ist so eine, na, was ist auch Spaß, ja. Aber würde mir persönlich gefallen, einfach mal auch, ich denke mal, um einfach seine Ruhe zu haben, irgendwo hinzugehen oder einfach zu Hause zu bleiben, um Ruhe zu haben. Warum setzt du deine Superkraft, die du jetzt gerade bekommen hast, nicht für das Gute ein? Ja, warum setze ich es nicht für was Gutes ein? Natürlich würde ich das auch, ja. Gerade wenn man unsichtbar ist, was weiß ich, man sieht gerade einen Raub, ja, oder irgendwas Illegales, ja. Da kann man einfach unsichtbar handeln, agieren, ja. Man kann die Leute aufhalten. Würde ich natürlich auch machen. Aber deshalb ist die Frage auch sehr gut, ja, weil jeder an was Böses denkt und nur die wenigsten würden damit auch was Gutes tun, ja. Ja, so wie ihr ja gehört habt, ich eingeschlossen. Man macht erstmal die Sachen, jeder ist egoistisch, jeder macht erstmal die Sachen für ihn selbst, ja.
dass es einem selbst gut geht. Und es artet, wir kennen ja alle die Superheldenfilme, und es artet da ja wirklich in einem Job aus. Ja? Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wo man dann aktiv sein muss, weil das Verbrechen, das ruht nicht. Ja? Und natürlich ist man dann stolz, dass man da ein paar Verbrechen bekämpfen kann, ein bisschen was Gutes tun kann. Das tut einem selber ja auch gut, ja, und findet man schön und toll, aber im Endeffekt ist das eine Menge Arbeit, die ich persönlich nicht aufgelastet bekommen möchte, ja. Aber ein bisschen was würde ich tun. Welcher Feiertag ist dein absoluter Lieblingsfeiertag und warum? Die Worte Geschenke und frei dürfen in deiner Antwort nicht fallen. Ja, welcher Feiertag ist mein liebster Feiertag? Da muss ich nicht lange überlegen. Ja? Und das sagt, es dürfen nicht Geschenke und frei fallen. Ja? Das möchte ich aber auch klar machen, weil frei ist bei mir so lala. Ja? Ich muss auch mal an Feiertagen arbeiten, deshalb kam ich das mal am Arsch. Ja? Geschenke ist natürlich was ganz anderes, aber ich schenke auch gerne, ja, gerade wenn man dann sieht, wie die anderen sich darüber freuen, ja, das ist doch viel mehr wert, als selber was auszupacken. Ich packe aber auch selber gerne aus, sehr, sehr gern, aber es ist trotzdem mein Lieblingsfeiertag, obwohl es kein Feiertag ist, ja, Weihnachten, der 24. Dezember. Ja, tagsüber haben die Geschäfte auf oder wenigstens einen halben Tag, ja. Deshalb, es ist kein Feiertag, aber 25., 26., oh, die sind stressig, ja, Familie und. So schön es auch ist, ja, es ist aber stressig. Und ich habe mir andere Feiertage überlegt, mal rausgeguckt, nee, interessiert mich alles nicht, ja. Aber der 24. Heiligabend ist kein Feiertag, ist trotzdem mein Lieblingsfeiertag, denn alles drumherum. Ja? Wir feiern hier im engsten Familienkreis, ja? Und es ist immer schön ruhig, die Atmosphäre, ja? Das Weihnachtsgesinge hinten dran, das gute Essen. Ja? Wir lassen es uns da immer sehr, sehr gut gehen. Natürlich die Bescherung, ja, aber da geht es nicht direkt um die Geschenke, ja, denn man sitzt alle zusammen im Kreis, ja, vergibt die Geschenke, ja, und alle freuen sich, ja, da geht es eher darum, dass man sich freut, ja, da geht es nicht darum, hier Geschenke, Geschenke, darum geht es nicht, ja, der ganze Abend, ja, ist was ganz Besonderes. Nach der Bescherung verschwinden wir alle, jeder in seine Wohnung, in sein Haus oder sonst wohin, ja, und in sein Zimmer, ja, und dann wird nochmal über die Geschenke geguckt, dann wird nochmal, und alles schön mit der Ruhe, ja, es ist kein Stress da, und dann wird noch ein Filmchen geguckt abends, alles schön mit der Ruhe, und deshalb ist das mein liebster Feiertag. Wir alle kennen den kategorischen Imperativ. Und falls du das nicht tun solltest, dann guck nach, ich warte so lange. Ah, okay. So, was wäre dein kategorischer Imperativ, beziehungsweise welche Devise oder welchen Spruch hättest du, um die Welt besser zu machen? Okay. Das war schon sehr, sehr knackig, ja. Kategorischer Imperativ, ja. Und welche Devise oder welcher Spruch? Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich habe wirklich eben nochmal
ein bisschen im Handy rumgestöbert, aber mir ist da was eingefallen beim Stöbern. Ich habe das Handy eben so ein bisschen noch laufen gehabt, ein bisschen Musik und dies und das. Und da ist mir ein Weihnachtslied zu Ohren gekommen, und zwar von John, war das von John? John Lennon, ja. Merry Christmas, War is Over. Und ich denke, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein kategorischer Imperativ ist oder nicht, ja. Vielleicht ist es auch ein kategorischer Imperator oder so, ja. Aber War is Over. Schnarchst du beim Schlafen oder gibst andere unangenehme Geräusche von dir? Und was sagt dein Partner dazu? Nicht, dass ich wüsste. Natürlich, wenn man krank ist, die Nase ist zu, dann ist natürlich das Schnarchen angesagt. Ja. Was macht meine Freundin? Ja. Sie schlägt mich. Du schnarchst! Ich weiß. Ja, so läuft das dann im, im Grunde ab. Aber sonst irgendwelche unangenehmen Geräusche, also wurde, hat mich noch keiner darauf hingewiesen. Also nur wenn ich krank bin. Was macht deiner Meinung nach einen echten Kerl aus? Also abgesehen von dem Kosakenzipfel und den Familienjuwelen. Ja, was ist ein richtiger Mann? Natürlich, man geht mit den Jungs saufen, guckt Fußball und redet über Weiber. Ja, ganz, ganz klar. Ja, ich gucke keinen Fußball. Ist so. Aber nichtsdestotrotz, ja, was macht einen Mann aus? Nichts. Man kann auch ein bisschen weiblichere Töne haben, ja, ein bisschen sensibler sein, dann ist man doch trotzdem ein Mann, ja. Ein Mann ist ein Mann, ja. Und Weiber, saufen. Hast du irgendeine Eigenart, die man eigentlich dem anderen Geschlecht zusagt? Und wenn ja, welche? Ob ich irgendeine Art habe vom anderen Geschlecht? Boah. Ja, ich kann schon sehr sensibel sein. Warum glaubst du schon, wie das die Eigenheit, die du aus der Frage eben hattest, ausgesprochen weiblich ist? Ich weiß nicht, weil es den Frauen einfach mal so zugesagt wird. Ob es direkt was Weibliches ist, weiß ich nicht. Aber ich habe das auch schon öfter gehört, dass ich verstehe mich mit Frauen sehr gut. Also auf platonischer Ebene, ja. kann auch gut mit denen reden und wird mir auch oft zugesagt, dass ich dann doch so die ein oder andere weibliche Art hätte, ja. Keine Ahnung, was die damit meinen, ja. Ich wollte ihnen immer nur an die Wäsche. Warst du als Kind schon auffällig und verhaltensgestört oder hat das erst angefangen, als du bei YouTube dein erstes Video hochgeladen hast? Ich? Auffällig? Verhaltensgestört? Hä? Nein. War ich früher nie, ja? Oder nicht, dass ich wüsste? Also ich war ein normaler Junge. Keine Ahnung. Nein, ich war auch immer sehr schüchtern und das hat sich dann nach und nach erledigt. Also es gibt ein ganz altes YouTube-Video. Ich finde es nicht mehr, es gibt es nicht mehr, ist gelöscht. Hättet ihr das mal gesehen, dann wüsstet ihr, wovon ich spreche. Aber nein, ich war immer eigentlich immer ein richtig braver und lustiger Bub, ja. Ja, später natürlich dann mit Alkohol und oh ja, und Weiber und wie auch immer, dann geht man ein bisschen aus sich raus, ja, aber ich war trotzdem immer so, aber auch jetzt mit YouTube, ja, bin ich verhaltensgestört?
Bestimmt ein bisschen, aber nee. Wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du gerne und warum? Wer würde ich sein? Im Moment gibt es eigentlich keinen anderen, der ich sein möchte. Ich bin hier so gerade so ein bisschen auf meinem höchsten Level. Ich habe Freundin, Sohn, Wohnung, Auto, Job, es ist alles da, ja. Ich habe meine Freiheiten, ich kann machen, was ich will. Ja, es ist einfach perfekt, sage ich mal so, ja. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und würde eigentlich nie jemand anders da sein wollen. Aber es gab mal eine Zeit, da wäre schon jemand anders da gewesen, ja, und so für einen Tag, warum nicht? Und zwar, es wird hier nicht gesagt, ob fiktiv oder real, und diese eine Figur ist fiktiv, aber auch real, ja, und zwar Charlie Harper, ja. Spät aufstehen, saufen, vögeln, saufen, Gott weiß was machen, ja, Quatsch machen, Scheiße bauen. Das war mal eine Zeit lang mein Vorbild, ja, so wollte ich auch sein, ja. Eine Menge Geld haben, machen, was man will. Also, das Leben mal ein Tag, für einen Tag, warum nicht, oder? Wenn du ein Verbrechen begehen könntest und garantiert keine Konsequenz zu befürchten hättest, welches Verbrechen wäre das? Ich ein Verbrechen begehen? Nee. Nee, das hat alles, es hat vielleicht nicht mit mir Konsequenzen, aber rundherum hat das dann doch schon Konsequenzen. Nee, ich will nichts klauen, weil arbeiten, verdiene mein Geld. Ich kann es mir doch kaufen. Ja? Will ich jemanden umbringen? Vielleicht ist es für mich keine Konsequenz. Ja? Also ich werde davon kommen, wenn das da so, wenn du sagst, hier, du hast keine Konsequenz zu befürchten. Aber alle rundherum, ja? Familie, Freunde von dieser Person, die würden dann die Konsequenz daraus ziehen und nein, ja, dann wird es mir auch nicht gut gehen. Es gibt nichts Verbotenes, was ich tun möchte. Vielleicht tue ich auch gerade etwas hier irgendwie, keine Ahnung, ja, was ich gar nicht darf und ich weiß nichts davon. Ja, dann ist das so, ja. Aber, nee, ich bleib sauber. Wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Raben? Michael, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich, ja, mit dieser Frage. Der Unterschied zwischen einem Raben, ja, das kann man gar nicht beantworten, ja, denn ein Rabe ist einfach so ein majestätisches Tier, so ein schlaues Tier, ja, ist einer der schlauesten Vögel oder ist der schlauste Vogel, und der Unterschied zwischen einem Raben ist einfach so enorm, ja, dass man das, ich glaube, da gibt es sogar gar keine Wörter für, ja. Das kann man auch gar nicht beschreiben, ja. Also der Unterschied ist enorm. Das war's auch schon. Jetzt hast du 20 total sinnlose, total bescheuerte Fragen beantwortet und hast hoffentlich deinen Spaß daran gehabt. Und deswegen darfst du jetzt jemand anderen dazu auffordern, an diesem total bescheuerten Tag teilzunehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und
Vielen Dank fürs Mitspielen. Nein, nein, Michael, ich muss mich bedanken, dabei sein zu dürfen, da mitgemacht haben zu dürfen. Ja, ja, und ich soll einen taggen. Boah, ich weiß gar nicht, der Tag geht ja hier gerade rund und du hast ja auch schon sehr viele angeschrieben. Ich würde einfach mal sagen, The Collector 91, ja. Dich habe ich getaggt, mach mit, hab viel Spaß daran und danke Michael nochmal und ich würde sagen, tschüss, macht's gut, euer Timo. Yeah.